Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Falls ihr euch gefragt habt, wie kann ich mein Gala Phlegmon denn in einen Gala Lamus entwickeln, dann funktioniert das wie folgt. Ihr müsst einfach an die Startstation fliegen auf der Rüstungsinsel, dreht euch dann nach rechts und lauft eben hier diesen Sandstrand entlang, wo eben die ganzen Phlegmon immer sind. Und das macht ihr so lange, bis ihr ans Meer kommt und dann seht ihr quasi schon dort drüben so eine Inselgruppe. Und das ist unser Ziel. Denn dort wartet eine Frau, die euch das entsprechende Item gibt. Dafür braucht ihr allerdings 8 Galanus-Zweige. Wenn ihr nicht genügend Galanus-Zweige haben solltet, dann gar kein Problem. Dann fahrt einfach mal so ein bisschen die Rüstungsinsel ab. Da findet ihr unter Bäumen eigentlich relativ häufig diese Zweige. Und ich habe dafür jetzt zum Beispiel diesen Wald eben genutzt hier. Denn da sind ziemlich viele Bäume und da findet man das Zeug dann ziemlich schnell. Falls ihr euch fragt, wo der wiederum ist, das ist der sogenannte Fokusforst. Da könnt ihr einfach reingehen und dann auf dem Boden einfach Ausschau danach halten. Und sobald ihr dann genügend Zweige habt, kriegt ihr diesen Reif. Und diesen Reif, den könnt ihr eben eurem Phlegmon geben, beziehungsweise das Item dann einsetzen, findet ihr in der Trainingstasche. Dann einfach auf euer Gala Phlegmon und tada, entwickelt es sich zu Gala Lamus. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn euch das Ganze geholfen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da und dann natürlich ganz, ganz viel Spaß mit eurem Gala Lamus. Bye, bye!